das Mikrofon direkt an Wladimir Klitschko. Ein, kann man sagen, wunderschöner guten Abend. Leider ist nicht so schön für mich, wie ich nach einem Kampf daran gewöhnt bin. Vor allem auch, dass ich mein Gesicht im Spiegel gesehen, das sieht nicht so ganz vernünftig aus. Aber im Boxen ist es häufiger, dass es gibt über Nebenwirkungen. Und das ist halt die Cuts, die ich in diesem Kampf erlebt habe. Ich habe mich ziemlich gut gefühlt. Ich möchte nicht sagen, dass ich irgendwie nicht fit war oder auch wie immer. Ähnliches in dem Sinne. Nein, ich war fit. Ich war bereit. Ich habe die erste Hälfte des Kampfes sich ziemlich sicher gefühlt. Danach konnte ich nicht mehr die richtige Distanz und das Gefühl, die richtige Treffer zu landen an dem Führer, der ist sehr schnell gewesen. Durch die ganzen 12 Runden, trotz seiner Größe, seiner Reichweite, auch hat eine Rolle gespielt. Also, ich habe auch nach dem Kampf, war mir eigentlich sicher, dass ich heute Abend es nie geschafft habe. Gratulation an Fury. Der hat geboxt, gewonnen. Und wie es im Leben und im Boxen Versetzung folgt. Wie die Versetzung dann aussieht, werden wir dann im nächsten berichten. Ansonsten werde ich gerne auch die Fragen beantworten, wenn sie die Fragen hat. I will probably say it in English so you guys understand also that this that I have from the British side. Today was a good night, not a good night for me to win this fight. I wish there will be more clean shots that I could land. I couldn't find the right distance and to land those shots. Tyson was quick with his hands and his body movement and his head movement. I couldn't land the right punches. I congratulate him tonight. He won the fight. And to be continued. How this to be continued will look like, that's gonna be said. And one more time, congratulations and thank you for coming here and reporting about this fight. Dann dürfen wir uns zunächst mal bei Wladimir Klitschko bedanken und bitten jetzt Tyson Fury, den neuen World Champion, Heavyweight World Champion, um sein Statement. Tyson Fury, please. First of all, I'd like to say congratulations to Wladimir and his team. They put up a really good fight tonight. I found him quite awkward to land clean on, as he did me. You know, he caught me with some good shots, so credit to him. I'm a young, big, fast heavyweight, so congratulations to Vlad because he landed some great punches on me tonight. But tonight just wasn't his night and it was my night. God gave me the victory tonight, so I hope to have many more defenses of these titles in the future. And if I could just say one thing, if I could be half as good a champion as Wladimir Klitschko, I'd be very, very happy. Zunächst mal bedanke sich bei Wladimir Klitschko und dem ganzen KMG-Team. Er hat mich häufiger getroffen, aber insgesamt habe ich dann doch den Kampf dominiert. Es war nicht seine Nacht, diese Nacht, es war meine Nacht. Gott hat mir diesen Titel gegeben und ich hoffe, dass ich die Hälfte der Karriere so ein großartiger Champion sein kann wie Wladimir Klitschko. Peter Fury, to the plans for the fight. Yeah, we had a good look at Wladimir. You know, everybody comes without trying to land that big knockout punch. And what people need to realize is boxing is an art. It's not about letting one big shot, trying to take an opponent out and leaving yourself wide open to be caught. It's about angles, it's about feints, it's about movements, it's about getting the distance. So much involved.
You heard Vladimir mention about couldn't get his shots off, the head movement, all stuff we've worked on, because if you can't hit it, you can't beat it. So we worked on all of these things. Nothing's a foregone conclusion going into this fight. I always said this fight can end in one punch. It can go any way. Even though we've won, I never said that at the time. We can only go into a fight like this doing our very, very best. But inside, me and Tyson was both very, very confident we could get this victory over such a great, great champion. And we've always said, and I always will say, these two brothers have made history. Nobody's done what these two brothers have done. And as much as the trash talk that Tyson's come out with, they've always had, and his team, maximum respect from me. Because I realise the danger we faced and what was ahead. So thank God, as Tyson said, for this victory and all our family. And we will look forward to doing it again. Thank you. Peter Fury bedankt sich bei Gott und den Familien. Sie möchten es gerne wieder tun. Ganz tief in ihnen war immer der Glaube daran, dass sie die beiden großen Champions eines Tages schlagen könnten. Und er sagt, Vitali und auch Vladimir waren die größten Champions, die es zu schlagen gilt. Und sie haben immer daran geglaubt, jetzt haben sie es geschafft. Sie haben sich vorbereitet, wie, das haben wir heute gesehen, indem man die Schläge vermeidet, sie nicht bekommt, weiter die Moves macht, die man braucht, um den Schlägen aus dem Weg zu gehen. Und all das, dieser Plan ist heute Abend aufgegangen. Und dann dürfen wir vielleicht die nächste Frage oder den nächsten Sprecher anbieten. Das ist in dem Fall auch der Trainer von Wladimir Klitschko, Jonathan Banks, to the fight tonight, please. Start off by congratulating Tyson Fury. Thought he put on a well-deserved performance, and this is a well-deserved victory. Clearly the fight didn't go as Wladimir and I planned. But once again, I thought Tyson did a good job of his movement, his regular normal boxing. And but once again, like I said at the first press conference, this is a boxing match. You gotta have a winner and a loser. And Tyson did a good job; he won. But I do believe that Vladimir Klitschko will be back. Jonathan Banks glaubt vor allem an eins, dass Wladimir Klitschko zurückkehrt. Das war eine dieser typischen Boxnächte. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Er applaudiert dem Gegner für die großartigen Bewegungen, die er gehabt hat. Der Kampf ist nicht so gelaufen, wie sie ihn geplant haben. Und er sagt ganz klar, Tyson Fury hat diesen Sieg verdient. Fragen aus dem Publikum. Questions and answers from our guests on the podium, please. Frage an Herrn Bönte. Gibt es im Vertrag oder gab es im Vertrag Rückkampfklauseln? Ja, das ist eben keine Rückgabeklausel. Die soll wahrgenommen. Bitte? Die wird dann wahrgenommen oder die soll wahrgenommen. Davon ist auszugehen. Can you translate that? There was a question whether there's a rematch close in the contract, and maybe Bernd is going to answer that in English as well. Yeah, there we have a rematch clause in the contract. Oh, we didn't talk about what's in the contract. You already said it before the fight. Next questions, please. Tyson, what do you think about a rematch against Vladimir? You know, I'm a fighter. So I will take on all challenges. I want to be a great champion. So I'd like to do it all again. I came here tonight, took the world titles, so whatever happens next is a blessing. Vielleicht dürfen wir das ganz kurz übersetzen. Auch die Frage, was er denn von dieser Rückkampfklausel hält, die er natürlich kennt, sagt er, ich bin hier hingekommen, um Weltmeister zu werden und jegliche Herausforderungen anzunehmen. Und wenn das die nächste Herausforderung ist, dann ist das auch eine Gnade, das machen zu dürfen. Ich bin jetzt Weltmeister und werde mich jedem Herausforderer stellen. Weitere Fragen, bitte. Du hast immer gesagt, zum Tango gehören zwei. Was war heute bei dir verkehrt? Was war falsch auf deiner Seite? Dass ich diesen Kampf nie gewonnen habe. Ja. Auch wie immer, was boxisch zu sagen, welche der Gründe waren. Heute
war nicht der Sieger. Ich war nicht der Sieger und das ist das Hauptproblem, was ich sehe. Genauigkeiten werde ich nicht in Details gehen, aber das konnte auch nicht nur das Ende, sondern während des Kampfes auch anders aussehen. Jetzt haben Sie es gemerkt, wenn ein Klitschko im Ring steht, ist der Bruder immer bei ihm. Und das möchten wir auch gerne Vitali Klitschko noch zu Wort kommen lassen, der diesen Kampf in der Ecke mit begleitet und verfolgt hat. Vitali, bitte. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Selbstverständlich, für viele wird interessant meine Analyse, der Kampf. Wissen Sie was? Show geht weiter. Weil habe ich sehr viele gehört, schon langweilig und vor dem Kampf, man spricht über den nächsten Gegner, Selbstverständlich, Leute hat daran gewohnt, Wladimir gewinnt alle Kämpfe. Meiner Meinung nach, die Interesse für den nächsten Kampf wird Wahnsinn. Möchte ich eine sagen, viele Boxexperten heute Abend, Wladimir hat nicht erkannt, habe ich auch. Ich weiß, Wladimir eine der besten Techniker in der Welt. Ich weiß, er hat gute Kondition, er strategisch kämpft. Heute war keine gute Kondition, keine gute Technik, war nicht viel zu sehen. Wieso? Welcher Grund ist das? Wir können ein bisschen später sagen. Jetzt denke ich mal, ist viel zu früh darüber zu sprechen. Aber auf jeden Fall, wir wissen,